Mit dem kleinen Unterschied, dass wir jetzt sterben werden, weil ich im Disconnect nochmal bin und keinen Schaden machen kann. Mist. Oh Mann, warum haben die Tränke getrunken? Ich hasse die. Ja, ja, bei mir leben sie immer noch wunderbar. Ach, sind sie beide tot? Zufälligerweise? Yay. Nee, noch nicht. Nein. Yay, Level up. Juhu, warte mal, ich muss noch kurz skillen. Ich könnte auf Cyclone und dann Bulwark nochmal machen. Mach ich das oder mach ich das nicht? Ich weiß es nicht. Oh yeah, das war nicht gut. Was? Nicht. So, ich habe jetzt auch Hanggliding gemacht. Einfach nicht. Nur so. Ja. Yay, warte mal. Ich versuche mal meinen Hanglider kurz zu benutzen. Einfach nur zum Zeigen für die Zuschauer. Warum pullst du die? Was? Ich pull niemanden. Du hast die gerade gepullt, weil dein Disconnect sie geholt hat. Was? Bist du dir ganz sicher, dass ich das war, ja, und nicht du? Ja, ich war mir ganz sicher. Gut, ist jetzt nicht weiter wild, weil es nur die drei waren, insofern. Oh, 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 bevor du alles lootest, Ich gebe dir mal ein paar Sachen. Du bist so großzügig, du bist so unglaublich großzügig. Ich weiß gar nicht, wie ich das dir danken soll. Was gibt's noch? Bist du da, bist du alles aus dem, deinem Inventar gefiltert hast, gucke ich schon mal, was hier oben so ist. Okay, hier ist nix. Na okay. Dann gehe ich dir einfach hinterher und gebe dir gar nichts. Sehr schön. So, danke sehr. Hast jetzt wieder alles aufgenommen, super. Egal. Was? Pet receives? Scratch Iron Great Mace. Da Fug? Ja. Wieso heißt du Pet? Ich heiß nicht Pet. Doch, du heißt Pet. Guck mal deinen Namen an. Ich hab. Okay, dann weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Du hast einfach Name und dann Pet geschrieben, oder was? Das ist interessant und sehr sinnig. Guten Tag, die Herren. Komm mal her. Renn da hoch, bitte. Da hinten kommen nämlich gleich wieder Patrouillengegner. Patrouillen? Patrouillen. Kannst du nicht ein bisschen hochrennen noch, damit ich meinen Move machen kann? So, komm. Nein! Ah, oh, verdammt! Schon wieder tot! Okay, bitte für mich! Der ganz wenig Leben hat, den einen. Da ist noch einer mit ganz wenig Leben. Ja, das Problem ist, dass ich gerade Probleme hab. Yay, ich habe 5 XP erhalten. Das wollte ich gerade noch abholen, bevor ich R drücke und nicht mehr in der Reichweite bin, nur die 5 XP zu kriegen. Ach, ist das schön. So, ich benutze jetzt auch meinen. Okay. Ich benutze auch mal den Hanglider, wollte er sagen. Wieso kann ich meinen Hanglider nicht benutzen? Hallo? Hanglider? Ja. Weil du vielleicht das nicht geskillt hast? Ich hab's geskillt gerade eben. Hä, wieso sind die skillt? Oh, ich hab Learn geklickt, aber ich glaube, ich hab Learn daneben geklickt. So, jetzt geht das. Yay! Damit kann man nämlich wunderbar toll gegen Wände fliegen. Super. Warte, ich komme mal zu dir. Mit Hanglider, das voll lahm ist. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Du drehst dich im Kreis. Und das nicht nur im metaphorischen Sinne. Warte. Na, bist du wieder am Sterben? So, nochmal den Move hier. Ui, schön. Guten Tag, Herr Magier. Dass sie sich immer auch wegbewegen in meinem Disconnect, das ist so zum, also nicht im Disconnect. Oh, ja. Ich habe immer diesen Lag, du weißt ja, ich habe unterbrochen richtig krassen Lag. Ich habe richtig krassen Lag bei mir und die bewegen sich die ganze Zeit weg, dadurch treffe ich die meistens nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, du schön. Ich sag's ja auch nicht dir, ich sag's ja den Zuschauern. Schöne Ausreden, wollte ich sagen. Ich sag's ja vor allem den Zuschauern. Falls da irgendjemand noch zuschaut. Und da vielleicht ist den ja auch dazu blöd geworden. Kann ja auch sein. Warte mal. Da unten sind 3 Undead und 1 Skeletten. Und wir könnten das Skeleton theoretisch alleine pullen. Nee, das funktioniert nicht. Sehen wir, das läuft zwischen denen da hinten her. So, ich pull die 3 hier hinten. Nein, renn weg. Das sind Fernkämpfer und da kommt ein Skelett. So, ich esse außerdem nochmal kurz was. Wieso treffen die mich eigentlich nicht? Kannst du mir jetzt sagen? Weil du ein Disconnect hast vielleicht? Nein. Die schießen wunderbar die ganze Zeit. Ach nee. Ja klar, natürlich trifft mein Move nicht, wenn ich von 3 Meter höher runterspringe. Natürlich, klaro. Okay.
Immer mehr essen, immer mehr essen, immer mehr essen, immer mehr essen, immer mehr essen. Sag mal, bist du schon um die Ecke da hinten gerannt und hast geguckt, ob da eine Truhe liegt? Nee. Nein. Gut. Kannst du das Skelett schnell holen, bevor es... Genau. Bevor es uns nicht mehr mag. Okay, ich habe einen Disconnect, insofern was soll's. Ich hau mal meinen Move aufs Skelett drauf. Vielleicht kriegt es ja trotz des Disconnects. Jetzt hat es natürlich sich in eine Ecke verpflanzt. Super. Sehe sonst keinen, also. Ja, du siehst hier sonst keinen. Ja, klar. Ich hab keinen gesehen. Ich schon. Renn mal hier hoch, bitte. Komm mal hier hoch, damit uns die Magier nicht gleich treffen, alle. Na, egal. Versuch mal, die Magier da hinten umzuhauen. Lauf hier rum, bis ich wieder meinen Skill aufgeladen habe. Ich versuche nicht zu sterben. Das ist mein Ziel. Ah, Q drücken. Juhu. Du hast irgendwie voll Glück. Was? Ich habe keinen. Dir rennen nicht vier Leute hinterher. Ja, dir rennen vier Leute hinterher, weil du die pulst. Wow. Krank. Ja. Du hast die Gegner keinen Krank. So. Och, Mann. Ja, okay. Undamaged Iron Great Axe war für mich. Und das Use Cotton Shoulder war für dich. Na gut. Kann ich die Undamaged Iron Great Axe haben? Danke sehr. Und die ist 12,5. 15,4. Wow. Yay, ich habe wieder eine neue Waffe. Warum sehe ich kein Leuchtchen? Geh mal hin und du musst ein bisschen genauer hingucken schon. Das ist schon dunkel, aber man muss trotzdem gucken. So, da oben ist der Boss. Da oben ist der Boss, da oben ist der Boss. Guck erstmal mit um die Ecke Sphinxen. Da steht das kein Gegner. Das ist ein Barrier, ne? Das ist ein Mage. Oh. Nicht! Warte. Okay, da hinten ist aber nichts. Gut. Da kommt noch nichts um die Ecke, da ist nur eine Vase. Okay, wollen wir den rauspullen aus dem Dungeon? Ich muss aber trinken. Rein theoretisch. Ach ja, den kriegen wir aber rein theoretisch. Wir haben eine Der hat eine Aura manchmal. Du musst aufpassen, wenn der so eine komische Aura um sich hat, so eine rote, dann kriegt man natürlich richtig krass viel Schaden. Nein! Noch ein Trank. Wie viele Tränke hast du noch? Ich habe die gerade nicht ausgerüstet, das ist das Problem. Oh. Er rennt hinter mir, er rüstet jetzt schnell aus. Hab ich. Jedes Mal, wenn er... Ah, nein. Gut, den kriegen wir aber. Wenn wir uns nicht beide von seinem Move killen lassen, dieser Rundumschlag. Kennst du das? Ja. Ich muss gleich mal kurz einen Trank trinken. Weg hier. Der macht gleich. Wenn er diese Aura, diese rote Aura um sich hat, dann kriegt man einen Schaden drin. Ja, ich weiß. So, okay. Gut. Schön, ich kann auch stunnen wieder gleich. Nein, geht nur, wenn er keine... wenn er keine Flügel um sich hat. Ja, genau. Juhu, und du hast wieder alles gelootet. Ich krieg eine Art des Iron... Ja, yeah, ich hab Fair Silk Armor bekommen. Warte mal, Fair Silk ist nicht für dich. Nein, das ist für einen Magier. Ja, genau. 13,7, 12,9, ist alles nicht so doll. Guck mal dein Inventar durch, bitte, ob du irgendetwas für mich gefunden hast. 20,3, 1,9... 0,9. Ich habe hier noch ein Silver Amulet plus 20, falls du eins brauchst. Ich weiß nicht, ob du eins hast, das so gut ist. Yep. So. Den Schild. Ah, den Schild ist auch nicht schlecht. Kann ich nicht noch parallel. Nee, kann ich nicht parallel ausrüsten. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts für dich. Ich hab kaum was sonst, ja. Ja, ich habe gar nichts. Ah, doch, ich habe Heroic Dusty Boots, aber plus 1 nur. Job, nee. Ganz nischt. Das kann ich mal kurz benutzen. Der Rest ist Schwachsinn. Okay, gut. Hier was für dich, was eigentlich besser ist als mein eigenes, aber ist okay. Was? Ich habe selber ein relativ gutes Amulett, insofern kann es sein, dass ich es gar nicht brauche. Plus 24. 2, ja, ich habe besseren Tempo, aber Crit ist halt nicht so gut. Na gut, rüste ich mal aus. Ist jetzt, ich weiß nicht. Hatte gar keine Gloves an. Das ist auch ganz Gloves. Du hast keine Gloves an? Ist ja schrecklich. Ich hatte keine Gloves an. Kein Wunder, dass der Rating total mies ist. Ja. So, hier oben ist eine Vase. Ein Coin.
Noch ein Coin. Okay. Gut. Nett. War ein niedliches kleines Intermezzo. Der war gar nicht so schwer, dadurch, dass er keine großen Moves gemacht hat. Oder so. Wollen wir noch zu dem nächsten Ding eigentlich? Oder wollen wir jetzt wieder zurück zur Stadt? Ich weiß nicht. Hauptsache, ich krieg mal irgendwelche guten Sachen. Ach so, ich bin wieder Level Up durch den gegangen, ne? Und zwar exakt. Ach so, super. Na, mir fehlen noch irgendwie, keine Ahnung, 50, 80 XP fehlen mir noch oder so. Ah, dann mach ich mal... 70 XP fehlen mir auf dem Punkt. Egal. 75. Oh, 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 in dem Raum hier hinten liegen noch Sachen. Wie kommt das nur? Liegt eine Bombe und eine Waterflask. Und hier ist ein Undead nachgespawnt. Das gibt's ja nicht. Die spawnen jetzt schon? Ja. Ah, zum Glück habe ich noch hier XP bekommen. Mit meinem Intercept. So, okay, dann hier um die Ecke. Oh, nein, 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 nein. Ja, die spawnen wieder. Kannst du mal bitte versuchen, den Magier zu killen, bevor du versuchst, meine Leute abzuschlachten? Ja, wenn ich nicht sterbe, schon. Gut, ich habe ihn gekillt. Ich habe ihn genau gekillt und habe alles gekriegt, was hier im Raum war. Insofern haben wir... Na doch, da ist noch ein Undead. Egal. Wir müssen nicht zurück, deswegen. So, wir... Oh doch. Das ist ein Lamb Beetle. Ja, genau. Wir müssen nochmal in einen Dungeon zurück, wo wir alles gemacht haben und wo jetzt die Gegner respawnen sind. Klaro. Wenn wir nach der Philosophie weitermachen würden... Ja, die geben immerhin 5 Erfahrungen. Ich habe gerade 7 Erfahrungen für einen Lamb Beetle gekriegt, insofern. Außerdem, ich kann mich sowieso nicht mehr nach Erfahrung sehen, weil da ist ein Emerald Deposit. Das ist natürlich ganz wichtig. Und ich kann mir jetzt ein besseres Schwert machen. Ich würde sagen, gehen wir zurück zur Star. Gut, das ist doch ein Vorhaben. Ich kann mir zwar nichts machen, aber egal. Iron Deposit. Hey, ich habe eins gekriegt. Du hast was gekriegt. Wow. Yay. Laufen wir überhaupt in die richtige Richtung? Nein, rennen wir nicht. Du rennst zumindest nicht in die richtige Richtung. Ja, musst du gerade sagen. Wir rennen beide nicht in die richtige Richtung. Lass uns das so formulieren. Wir könnten ich wusste, dass die richtige Richtung dort ist. Wir könnten uns nochmal zu dem anderen Dings da bewegen, aber das ist ziemlich weit weg. Nee. Da ist ein Rockling. Ich bin gerade in die Höhle reingelaufen. Das ist sehr sinnig. Egal. Weißt du, ob diese komischen Pilze eigentlich irgendwas bringen? Nee, oder? Die bringen nichts. Diese hellen Pilze? Nein, ich habe keine Ahnung. Ja, die Beleuchtungspilze sozusagen. Ich vermute mal, die wird man später mal irgendwo für zum Tränkebrauen benutzen können. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht für bessere Tränke, also für besseren Mushroom Spit oder sowas. Ich wünschte, es gäbe noch mehr Tränke. Das heißt sozusagen, es müsste eigentlich noch ein normaler Trank sein, wie der Lebenstrank. Vielleicht was für Spirit oder so. Oh, Need Linen Gloves. Das ist natürlich nicht gut. Egal. Ach schön, ich gleite gerade mit dem Hanggleiter über eine riesige Schlucht. Wo bist du eigentlich? Ich auch. Bisschen weiter vor dir. Ja, okay, gut. Ich zoome mal näher ran an der Karte. Oh ja. Oh ja, ein bisschen weiter, aber nur. Ja, ich war halt noch in der Höhle gerade eben und so. So. Na, jetzt auf den Baum, auf den Baum, auf den Baum! Nein! Ah doch, ich bin noch volle Kanne mit dem Kopf dagegen gesemmelt, egal. Oh ja. Hardflower! Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder volle Hardflowers, oder? Na, mal gucken. Ne, 20 Stück habe ich. Was ist los? Oh mein Gott. Das war ziemlich scheiße. Was denn? Bei dir wieder irgendwas nicht geklappt? Ja, ich würde sagen, wir müssen leider aufhören. Crow, Crow, Crow. Okay, ich bin hier gerade an so einem Lagerfeuer. Kommst du dann zu mir oder soll ich zu dir kommen? Weil ich drehe um. Dann dreh um. Weil ich prüge mich gerade durch Crows insofern. Alles in Ordnung. So, komm mal her. Au. Komm mal her. Ja. Und. Juhu. Undamaged Silver Bracelet für Magier. Wow. Toll. Oh ja. Ich penne da nochmal. So. Gut, dann bist du da, bist du da, bist du da. Ich komme. Da, bist du da. Angriff. Yay, hurra. Ja, du hast kein Leben mehr. Du hast genau noch 8 Leben. Ja. Und da ist dein Collie. Wo ist eigentlich mein Viehchen? Ja, keine Ahnung. Mein Sheep ist irgendwie manchmal ein bisschen verkackt. So. Das war jetzt eher eine kurze Aufnahme. Ja, das war eine wirklich kurze Aufnahme.
Vor allem, weil deswegen. So, wir haben glaube ich nur eine Stunde 15. Ja, wir haben eine Stunde 15 Minuten aufgenommen, aber es ist wieder lang genug für die nächsten paar Folgen. So, immer noch 30 Minuten, allerdings jetzt glaube ich alle zwei Tage, oder? Irgendwie sowas zumindest. Nein, nein, jeden Tag. So, jeden also Tag. Bei mir alle zwei Tage, bei dir bei jeden Tag. Okay, dann. Das geht gar nicht. Okay. Doch, das geht wunderbar. Ich mache nämlich Viertelstunde Parts dann oder so. Nee, okay, ich mach Viertelstunde Parts und lade nur alle zwei Tage hoch. Genau, so machen wir's. Okay, dann wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, Tschüssikowski und so. Bis dahin. Tschüss.